5. Januar 1974, kurz nach 7:30 am Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie. Ein DDR-Grenzsoldat versucht, in den Westen zu fliehen. Bewaffnet mit einer Maschinenpistole nimmt er einen Offizier als Geisel. Kurz vor der geschlossenen Schranke wird der Flüchtling von mehreren Schüssen niedergestreckt. Anderthalb Stunden später, Frankfurt am Main. Hier findet an diesem Tag die Auslosung zur 10. Fußballweltmeisterschaft statt. Im großen Sendesaal des Hessischen Rundfunks betritt der 11-jährige Detlef Lange das Podium. Ein Schöneberger Sängerknabe und rechts außen bei Preußen-Wilmersdorf. Zur gleichen Zeit im Erzgebirge, Sachsen. In der Sportschule auf dem Rabenberg verfolgt die Fußballnationalmannschaft der DDR die Auslosung vor dem Fernseher. Nach Siegen gegen Finnland, Rumänien und Albanien hat sich die Mannschaft zum ersten Mal für eine Weltmeisterschaftsendrunde qualifiziert. Der Schöneberger Sängerknabe Detlef Lange greift in den Lostopf. Mit einem Handgriff gelingt ihm, was bis zu diesem Zeitpunkt unmöglich schien und Fußballfunktionäre in Ost und West 25 Jahre vermieden hatten. DDR Nummer 3. Zum ersten Mal werden die zwei deutschen Nationalmannschaften gegeneinander spielen. Es dauert einen Moment, bis die Anwesenden begreifen, was die Tafel anzeigt. Eine Sensation. Mich hat diese Auslosung sehr gefreut. Also es gibt ja so flaue Freude, die dann langsam immer stärker wird. Also die hat mich sofort überfallen, die Freude. Und ich sehe mich da sicherlich eins mit Millionen Fußballanhängern, zumindest in der damaligen DDR, wie es in der Bundesrepublik war, kann ich nicht beurteilen, die alle sagen, Mann, das wird ja ein Spiel. Also mich hat das gefreut, weil ich die DDR für einen leichten Gegner gehalten habe. Und weil natürlich auf diese Art und Weise endlich mal klar werden sollte, dass die Bundesrepublik in jeder Hinsicht Nummer eins ist in Deutschland. Das war für uns eine Riesenchance, mal zu zeigen, dass der DDR-Fußball also auch einen gewissen Stellenwert hatte, beziehungsweise also wir mithalten konnten. Und deshalb haben sich die Spieler unheimlich gefreut. Auf der anderen Seite waren natürlich viele Funktionäre, die vom Fußball nie allzu viel Ahnung hatten, waren natürlich erschrocken und haben nun gedacht, oh Gott, jetzt fahren die da nach dem Westen und denen hauen sie da die Kiste voll. Fest steht, am 22. Juni 1974 kämpft David gegen Goliath. Und in diesem Bruderkampf ist die Beckenbauer Elf der klare Favorit. Wenn die Funktionäre der Sportnation DDR einen Gegner zu fürchten haben, dann diesen. Wir hatten ja immer tolle Spielmacher. Denken Sie an die Zeit 2 Jahre zuvor. Die Europameistermannschaft, die vielleicht den schönsten Fußball gespielt hat, mit Günter Netzer als dem Spielmacher. Dann auch Wolfgang Overath selbstverständlich. Dann haben wir gesagt, solche Leute haben die nicht. Und Beckenbauer erst recht nicht, sondern das sind Renner und die spielen ihren Roboterfußball. Das war so die landläufige Auffassung über den DDR-Fußball. Unser Fußball wurde ja auch immer verscheißert, muss man ja auch sagen. Ja, die Spiele waren ja nicht immer, wir haben gegen Bulgarien vielleicht mal gewonnen und mal noch gegen Malta oder so, aber haben natürlich auch gute Spiele abgeliefert, wie es halt so ist. Wir hatten ja in allen Sportarten, im Schwimmen, im Laufen, Leichtathletik, irgendwie waren wir doch eine führende Nation in Europa, Teilnation, will ich da noch dazu sagen, in Europa. Nur der Fußball, an dem hat es immer gehapert. Bereits am 7. November 1973, 2 Monate vor der Auslosung, hatte es in Dresden eine brisante deutsch-deutsche Sportbegegnung gegeben. Im Europapokal trafen die Klubmannschaften Bayern München und Dynamo Dresden aufeinander. Zwar setzten sich die Bayern nur knapp gegen die Sachsen durch, aber sie machten auch klar, woher die eigentlichen Stars im deutschen Fußball kommen. Bereits 48 Stunden vor dem Spiel warteten hunderte Dresdner vor dem Interhotel Neva, um die Elite-Elf aus Bayern einmal aus der Nähe zu erleben. Allerdings wurden sie enttäuscht. Die Mannschaft hatte nicht, wie international üblich, ihr Quartier am Spielort bezogen. Aus Furcht vor überhitzten Hotelzimmern und unbekömmlicher Nahrung reiste das Team erst kurz vor dem Spiel an. Distanz statt Annäherung.
Damit lieferten die Bayern geradezu ein Paradebeispiel für die deutsch-deutschen Beziehungen. Vorurteile, Ängste und Neurosen prägen das Verhältnis von beiden Seiten. Wer fuhr schon gerne in die DDR mit den ganzen Schikanierereien oder die Schikanen, was die eingebaut haben, bist schon mal drüben was. Das war ein Horror, war das. Das DDR-Bild auf westdeutscher Seite war absolut einseitig und eindeutig vorgeprägt. Ich fand es unglaublich autoritär und ich fand es unendlich spießig. Also ich hatte ein Bild von der DDR, das nicht das Freiheitsbild war. Ich bin in diesem Staat geboren, bin groß geworden. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe also Gänsehaut bekommen, wenn ich im Stadion gestanden habe und habe die Nationalhymne gehört. Das war mein Land. Deutschland 1974. Im Osten herrscht noch die Hoffnung, dass sich die mausgraue DDR mit dem neuen Parteichef Erich Honecker liberaler gestalten ließe. Der Kleinkrieg gegen lange Haare und Blue Jeans scheint beendet. Im Kino demonstriert die Legende von Paul und Paula sogar ein bisschen Flower Power. Uns ging es gut, wir wurden gut versorgt. Wir, muss man sagen, also eigentlich sogar fast, was Fleisch und andere Dinge betrifft, manchmal hat man viel zu viel, kann schon nicht mehr sagen, gegessen. Im Westen trägt man gerade Plateauschuhe und manchmal auch nicht viel mehr. Sogenannte Flitzer sorgen für Irritationen im Straßenbild und die RAF für Angstzustände in der Wohlstandsrepublik. Wir hatten ein schönes Leben und uns ging es gut. Es gab keine Sorgen, die Arbeitslosigkeit war damals nicht nennenswert. Die Wirtschaft boomte, wenn auch nicht mehr so wie in den 60er Jahren, aber es gab keinerlei Warnzeichen. Uns ging es gut und das reichte vielen. Die Westdeutschen sparen, wo sie können. Die Benzinpreise steigen drastisch, genauso wie die Zahl der Arbeitslosen. 1974 sind es 582.000, doppelt so viele wie im Jahr zuvor. In der DDR mangelt es an fast allem, nur nicht an Arbeit. Beschlossen ist das Wohnungsbauprogramm. Bis 1990 soll es vollendet sein. Man baut auf die Zukunft. Wenige Wochen vor dem Fußballspiel besucht der damalige Bundesfinanzminister Hans Apel zum ersten Mal seine Verwandten im Osten und lernt dabei die inoffiziellen Seiten der sozialistischen Gesellschaft kennen. Es war natürlich ein Klima, das mich sehr stark erinnerte an das Klima in meiner Familie vor dem Zweiten Weltkrieg. Es war eigentlich in der Grundtendenz deutsch-national. Die Polen hießen immer nur Polacken und man war doch stolz, Deutscher zu sein. Und man war absolut orientiert in jeder Beziehung an Westdeutschland. Der alltägliche Blick über die Mauer findet im Osten vor dem Fernseher statt. Meine Damen und Herren, gleich werden Sie erleben, wie man viel gewinnen und wieder verlieren kann. 1974 hat der große Preis mit Wim Tölke Premiere. Kommissar Derrick und sein Assistent Harry lösen ihren ersten Fall. Und Rudi Carrell präsentiert seine neue Show am laufenden Band. Eieiei. So, stopp! Was dagegen im Osten läuft, interessiert die Westdeutschen inzwischen herzlich wenig. Ich glaube, dass die Distanz zu diesen Menschen immer größer wurde. Und ich hatte keine Verwandte und man hat also ja auch damals nicht die Hoffnung gehabt, dass es da irgendwo nochmal zu einem Zusammenkommen dieser beiden Staaten kommen würde. Sie hatten uns ja eigentlich auch schon vergessen. Ich glaube, dass so die Vergesslichkeit, dass es noch einen zweiten deutschen Staat gibt, der begann ja viel früher schon. Ne? Und das war auch ein bisschen beleidigend. Adenauer und Erhard waren ja bestrebt, diese Wiedervereinigung möglichst nicht so schnell zuzulassen, fast zu verhindern, kann man sagen. Wir wollten ja eigentlich eher ein westeuropäisches Kombinat mit Frankreich zusammen machen. In den 70er Jahren gab es
tatsächlich zwei unterschiedliche Gesellschaft und Lebensentwürfe. Und da war noch nicht entschieden, welches nun eigentlich auf Dauer der Siegreiche sein würde. Also zumindest für mich war es nicht entschieden. Wer die besseren Deutschen sind, das soll sich auf dem Rasen entscheiden. Ein Fußballspiel symbolhaft übersteigert als Kampf der Systeme. Die beiden Nationaltrainer Helmut Schön und Georg Buschner haben sich bereits in ihrer Jugendzeit auf dem Fußballfeld gegenübergestanden. Georg Buschner spielte für Gera, Helmut Schön für Dresden. Damals trennten sie Städte. Inzwischen trennen sie Welten, wie ihre Mannschaften. In kaum einem anderen Sportereignis davor und danach spiegeln sich die Gefühlslagen der geteilten Nation so deutlich wie in diesen 90 Minuten. Ich glaube, dieses Verhältnis, wo die Mauer noch dazwischen war und trotzdem beide Mannschaften oder beide die Spieler Deutsche waren, das war, glaube ich, im Inneren eines jeden Spielers war das ein unglückliches Gefühl, gegeneinander zu spielen. Sicher hat der ein oder andere Spieler der BRD-Mannschaft, ich will da keinen Namen nennen, nie gewusst, wo die DDR liegt. Ja, das ist klar. Und die haben gedacht, ja, die kommen hier aus Afrika oder woher und haben gerade mal so, oder wissen gerade mal, dass der Ball rund ist. Ich weiß nur, dass das damals das Verhältnis eigentlich sehr, sehr bissig war. Auch nicht von unserer Seite aus, sondern von der anderen Seite aus. Nicht von den Spielern, mit den Spielern hast du sowieso unterhalten können, weil sie es nicht durften. Nur beim Spiel halt, Servus, und wenn es dann gut gesagt hat, dann hast du Glück gehabt. 13 Jahre nach dem Mauerbau empfinden immer mehr Deutsche in Ost und West kaum noch das Gefühl einer Zusammengehörigkeit. Erich Honecker bezeichnet die DDR als sozialistische deutsche Nation, pocht auf internationale Anerkennung und staatliche Souveränität. In der Bundesrepublik setzt Willy Brandt auf politische Entspannung und innerdeutsche Annäherung. Seine Politik fand plötzlich Ohren. Und ich hatte nicht damit gerechnet. Und das war für mich aufregend. Als er erklärte, dass man durch Annäherung die Wiedervereinigung schaffen könnte. Und es kam tatsächlich zustande, dass man sich traf. Es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem man politisch miteinander verhandelt. 1974 ist der Grundlagenvertrag ein Jahr in Kraft. Er soll die Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten normalisieren. Doch die Neurosen bleiben und die alten Feindbilder. Franz Beckenbauer glaubt zu dieser Zeit, dass unter Willy Brandt bald ähnliche Verhältnisse drohen, wie sie in der DDR bereits herrschen. Die DDR-Führung reagiert auf die Entspannungspolitik mit erhöhter Wachsamkeit und notorischem Narzissmus. Auf ideologischem Gebiet wird der Kalte Krieg erbittert fortgesetzt. Stereotyp verkünden die Propagandisten, nichts verbindet uns mit der imperialistischen BRD und alles mit unserem sozialistischen Vaterland. 2 Monate vor dem Fußballspiel in Hamburg macht ein Ereignis in Bonn klar, wie fragil die mühsam aufgebauten Beziehungen sind. Am 24. April wird der persönliche Referent des Bundeskanzlers Günther Guillaume festgenommen. Er wird der Spionage für die DDR verdächtigt. 1,5 Wochen später tritt Willy Brandt zurück. Der neue Bundeskanzler heißt Helmut Schmidt. Ich denke, bei der Gelegenheit ist erneut klar geworden, wie wir zueinander standen. Nicht zuletzt deswegen, weil ja dieser Herr Guillaume als Kanzler, Mitarbeiter kam er ja immer in die SPD-Bundestagsfraktion, sich dort wie der rechteste Sozialdemokrat aufgeführt hat. Ich saß manchmal neben dem, wir hatten da so einen Regierungstisch, und wenn da einer von den linken Sozis in der Fraktion irgendwie eine linke Bemerkung gemacht hat, dann hat er da losgepüppt, geh doch darüber, hau hier ab, du Armleuchter. Und dann habe ich gesagt, Günther, halt doch mal die Klappe. Das darf der doch wohl sagen. Nein, das darf er eben nicht. Und wenn man dann merkt, das war alles nur Show, aber ich denke, da war irgendwo schizophren in sich, dann wird man schon nachdenklich. Und wenn die dann bei der Gelegenheit den beliebtesten deutschen Kanzler, den wir hatten, ich denke, das gilt bis heute, kippen, er ist nicht nur deswegen gekippt, das wissen wir, dann hat das natürlich, hinterlässt das natürlich tiefe Spuren. Und da bleibt nach, jawohl, wir brauchen die Entspannungspolitik auch weiterhin, wir brauchen ein Zusammenleben mit diesem Staat, aber Vorsicht, notfalls bescheißen die uns auch.
Normannenstraße in Ost-Berlin. Ministerium für Staatssicherheit. Am 14. Mai beginnt hier der Countdown zur Weltmeisterschaft. Fußballfan und Generaloberst Erich Mielke erlässt den Befehl Nummer 1174, die Aktion Leder. Die Hauptverwaltung Aufklärung soll politische Provokationen und Terrorhandlungen gegen Teilnehmer der WM rechtzeitig erkennen. Man fürchtet Abwerbeversuche. Dass bundesdeutsche Spielervermittler immer wieder versuchen, DDR-Talente bei Aufenthalten in der BRD zu ködern, ist schließlich keine Seltenheit. Zu mir sind sie auch gekommen und haben gefragt, also ein spezielles Angebot. Ich habe das praktisch zu diesem Zeitpunkt für nicht erfüllbar gehalten. Also für mich kam das nicht in Frage. Sie hätten ja ganze Mannschaften abhauen können. Da waren die X-Mann im Westen. Das war auch kein Thema. Ich bin sehr heimatverbunden. Ich bin Dresdner, bin immer noch Dresdner und werde immer Dresdner bleiben. Und deshalb habe ich also auch nie irgendwie dran gedacht, mich irgendwie zu verändern. Also sprich, die Heimat zu verlassen und vielleicht im Westen Fußball zu spielen. Doch der zweite deutsche Staat ist nicht auf Vertrauen gebaut. Das Trainingslager Kienbaum bei Berlin. Während sich die DDR-Elf hier auf die Weltmeisterschaft vorbereitet, kontrolliert die Staatssicherheit den Briefkontakt der Spieler und ihrer Verwandten. So will man eventuellen Westkontakten auf die Spur kommen. Die Überprüfung ergibt jedoch keine negativen Erkenntnisse. Vorsorglich wird in Kienbaum auch die ideologische Standfestigkeit der Spieler trainiert. Die politische Schulung, so heißt es im Verlautbarungston der Funktionäre, diene zur Schaffung einer echten Kampfgemeinschaft, welche ihren Leistungsauftrag als Klassenauftrag betrachtet. Die Funktionäre wollten auch ihren Beitrag leisten in der politideologischen Erziehung, wie sich das nannte. Das war ja Katastrophe. Entscheidend war ja dann, was auf dem Platz passiert. Und da guckst du nicht ständig nach der Fahne oder singst laufend die Nationalhymne, sondern willst deine Leistung bringen und willst gut aussehen vor den Zuschauern, die da sind. 29. Mai, Frankfurt am Main. Hier soll in zwei Wochen die Fußball-WM eröffnet werden. Statt Fußballlaune Straßenschlachten. Grund dafür ist die geplante Tariferhöhung der öffentlichen Verkehrsmittel. Auch die bundesdeutsche Nationalmannschaft hat Tarifprobleme. Am 29. Mai trifft sie im Trainingslager Malente ein. Im Gepäck immense Geldforderungen. Nach dem Vorbild der Italiener und Brasilianer verlangen die deutschen Profis 100.000 Mark für den WM-Sieg. Bei der WM 1970 waren es noch 15.000 Mark. Da ist ja hin und her gegangen und haben uns halt dann auf 70.000 damals geeinigt. Und einer, der Helmut Schöner, der ist sehr sauer auf die Mannschaft, hat gesagt, die Leute auf der Straße, wenn die das erfahren, die spucken euch an. Und ja, das war die Zeit so. Hamburg, 11. Juni. Kaum hat die DDR-Mannschaft den Boden des Klassenfeindes betreten, zeigt sich die Delegationsleitung demonstrativ verstimmt. Grund dafür ist der bereitgestellte Mannschaftsbus. An dessen Stirn und Rückseite fehlen die DDR-Embleme. Es fehlt das DDR-Abzeichen. Haben die gesagt, wir stecken wir nicht ein. Ich weiß nicht, wie das war. Noch auf dem Flughafen war ein anderer Bus da. Ob das da schnell umgeschwitzt war oder ob die noch bereit hatten, das weiß ich nicht. Aber sie stiegen nicht ein. Wir als Spieler haben davon gar nicht, ich habe es erst danach erfahren, gar nicht davon gemerkt. In einem Ersatzbus geht es zum Sporthotel Quickborn, dem Mannschaftslager der DDR. Zwei Tage bleiben bis zum ersten WM-Spiel gegen Australien in Hamburg. Die Spieler bemühen sich um Normalität und Freundlichkeit bei ihrem Westaufenthalt. Aufgrund dessen, dass wir also auch ordentlich aufgetreten sind und immer ansprechbar waren, was Autogrammwünsche betraf zum Beispiel oder auch Gespräche, dann haben die Leute auch gemerkt, ja, die sind ja eigentlich ganz anders, was man uns auch in der Bildzeitung immer erzählt hat über den Osten. 13. Juni, Frankfurt am Main. Auf der Eröffnungsfeier zur Weltmeisterschaft stellen sich die Teilnehmerländer mit landestypischer Folklore vor. Für den Westen Deutschlands tanzt eine Trachtengruppe von der Mosel.
Die DDR präsentiert ihren Schlagerstar Frank Schöbel und ein ungewohnt lockeres Bedürfnis nach grenzüberschreitender Freundschaft. Die haben uns natürlich freundlich empfangen, also das geht ja auch gar nicht anders. Warum sollten sie uns auch nicht? Aber das war, eine, denke ich, doch eine besondere Herzlichkeit, weil man eine Sprache spricht und weil der Zustand der beiden deutschen Staaten, Anführungsstriche, unnormal war, sowieso. Und wie, wenn nicht da, kann man sowas aufweichen? Und das habe ich schon gespürt, also das war immer so kurz vor der Träne. Es war immer so eine ganz besondere Stimmung. Auch auf diplomatischem Parkett bemüht man sich um friedliche Koexistenz. Zwei Tage vor dem Spiel werden in Ost-Berlin und Bonn die Leiter der ständigen Vertretungen, Günter Gauss und Michael Kohl, ins Amt eingeführt. Wie es jedoch um die Herzen und Seelen in deutschen Wohnzimmern bestellt ist, führt TV-Serienstar Alfred das Ekel in der ARD vor. Was ist denn am nächsten Sonnabend? Deutschland gegen die Ostzone. DDR. So. Na ja, wenn es erst nächste Woche ist. Sonst hätte sich Otto gar nicht hergetraut, wenn das Spiel vielleicht wäre, wenn wir hier sind. Warum nicht? Er hat gesagt, solange die DDR verliert, ist ja alles gut. Aber wenn also so habe ich das gar nicht gesagt. Ich habe gesagt, wahrscheinlich werden wir ja verlieren. Aber sollten wir zufällig siegen? Naja, man weiß ja nicht. Man weiß ja nicht, bei welchen Betrügereien ihr wieder ertappt werdet. Was? Ich erinnere nur, Erfinder des Dreierbobs, zwei Fahrer, ein Heizer, ja? Und wenn ihr denkt, ihr könnt einen Agenten in unsere Mannschaft einschmuggeln, die deutsche Nationalmannschaft ist nicht das Kanzleramt. Ich glaub ja auch gar nicht, dass wir gewinnen können. Ja, außer Erich Honecker glaubt das auch keiner. Immerhin spielt ihr auf eigenem Platz. Eigenem Platz? Was hat denn das damit zu tun? Wir schlagen euch noch in Novosibirsk. Sepp Maier könnt ihr Handschellen anlegen und Beckenbauer die Augen verbinden. Ihr verliert, weil ihr kommunistische Roboter seid. 22. Juni 1974, der Tag des Spiels und der Tag des Bauarbeiters, jedenfalls in der DDR. Auf einer Festveranstaltung des Ministerrates werden in Rostock hervorragende Bauschaffende ausgezeichnet. In West-Berlin feiert man Filmstars. Giulietta Masina und Paloma Picasso als Gäste bei den gerade eröffneten Filmfestspielen. Am Abend wird zum ersten Mal nach 14 Jahren wieder der Deutsche Filmpreis verliehen. Zum Beispiel an Maximilian Schell und Brigitte Mira. Auch Wolfgang Petersen wird ausgezeichnet als bester Nachwuchsregisseur. Doch die eigentlichen Stars des Tages sind weder Schauspieler noch Bauarbeiter, sondern 22 Fußballer, die am Abend im Hamburger Volksparkstadion gegeneinander antreten werden. Ein Spiel, hochgeputscht zum Bruderkampf in den Nationaltrikots zweier deutscher Mannschaften. Und die Bild-Zeitung weiß schon vor dem Anpfiff, wie dieser Kampf ausgehen wird, wie er einfach ausgehen muss. Das große Westdeutschland muss jetzt die DDR wegputzen, muss zeigen, was das richtige Deutschland ist. Das war mir, das fand ich irgendwie, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Eine gewisse Präsenz ist schon da, wenn Sie also praktisch am Spieltag die Bild-Zeitung damals gelesen haben, da stand eben drin, so werden wir gewinnen. Ja, dann vergleicht man den Schwarzenbeck, der ja mal mein Gegenspieler war, mit dem Sparwasser und benotet die und analysiert und sagt ihm, der Schwarzenbeck ist der Techniker und der Sparwasser ist der Hölzerne. Ja, ich meine, andere fallen in Ohnmacht, ich habe mich kaputt gelacht. Und da will man natürlich auch, ich sag mal, beweisen, was man auf dem Kasten hat. Für diesen Beweis soll Jürgen Sparwasser lautstarke Unterstützung erhalten. Hamburg, Bahnhof Dammtor. 12 Uhr mittags treffen zwei Sonderzüge mit 1500 DDR-Schlachtenbummlern ein. Für den Tagesausflug in den Westen hatte die DDR-Führung strenge Kriterien festgelegt. Danach durften nur politisch zuverlässige Staatsbürger ausgewählt werden.
bewährt in der ideologischen Auseinandersetzung mit dem Imperialismus. Wie wird man Schlachtenbummler? Kann mir vorstellen, dass der Andrang auf die Karten in der DDR groß war. Geht man da zum Reisebüro, fragt, kann ich in die Bundesrepublik fahren? Wir sind von unserem Arbeitskollektiv vorgeschlagen worden, um eine Fahrt hier rüber ist das also eine Art von Prämierung? Ja, eine Auszeichnung für unsere geleistete Arbeit. Eine Auszeichnungsreise mit Parteiauftrag. Als Repräsentanten ihres sozialistischen Staates sollen die Touristen nicht nur ihre Mannschaft moralisch unterstützen, sondern auch die Politik der DDR konsequent vertreten. Wir wollen gewinnen. Deswegen kommen wir her. Das Berliner Olympiastadion. Um 17.45 Uhr wird hier das Vorrundenspiel Australien gegen Chile abgepfiffen. Endstand 0:0. Damit steht bereits fest, beide deutsche Mannschaften sind eine Runde weiter. Das Spiel ging ja unentschieden aus. Und dadurch war klar, dass beide deutsche Mannschaften sich für die nächste Runde qualifiziert hatten. Und das war eigentlich unser Ziel. Und wir sind dann, kann ich mich erinnern, singend im Bus, damals wurde noch gesungen von den Fußballern, ins Volksparkstadion gefahren. Und vielleicht war es auch die Lockerheit, die man dadurch hatte, dass man dann also auch das umsetzen konnte, was man drauf hatte. Wir waren ja qualifiziert. Wir konnten ruhig gegen BRD verlieren, wir waren dann Zweiter. Hatten unser Ziel, das optimale Ziel, was wir hatten, war der zweite Platz, erreicht. Und deswegen war es vor diesem Spiel eine Stimmung, die ich vorher und auch nachher meiner ganzen Karriere praktisch nicht mehr erlebt habe. Keine der beiden Mannschaften muss gewinnen. Nun geht es bestenfalls um das Prestige, um Platz 1 in der Vorrundengruppe. Eine Stunde vor Anpfiff klärt Kapitän Beckenbauer seine Mannschaft über die Bedeutung des Spiels auf. Heute spielen wir nicht gegen irgendeinen Gegner. Heute spielen wir gegen die DDR. Ich glaube, man war ziemlich angespannt. Das erste Spiel gegen eine DDR-Mannschaft zu spielen, das hat man noch gemerkt, dass morgens beim Frühstück kaum geredet wurde und nur auch während der Besprechung vor dem Spiel gab es keine Fragen, hat man nur die Tafel beobachtet, was er schön angezeichnet hat. Es war schon ziemlich angespannt. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn. Es herrscht die höchste Sicherheitsstufe in Hamburg. Die Stadionbesucher müssen 3 Personenkontrollen passieren. Ein Großaufgebot der Polizei sichert auch das Gelände um das Stadion weiträumig ab. Bereits im Januar hatte ein Drohbrief den Beschuss des Stadions mit SAM-Raketen angekündigt. Gerade der am Stadion gelegene Friedhof könnte sich dafür als ein günstiger Startplatz erweisen. Rund 50 Radio- und Fernsehstationen übertragen das Spiel. Nur ein Spiel? Es war mehr als nur ein Spiel. Aber ich will es jetzt nicht überhöhen. Also mein Lebensglück ist nicht davon abgehängt. Und es hat mich schon bewegt, natürlich. Es war ja, warum sind da jetzt 2 deutsche Mannschaften? Es war von allem was. Es war nur das Spiel. Und es war auch Politik. Ganz klar, es war auch ein bisschen Kampf der Systeme. Für alle die, die ein bisschen nachgedacht haben, was natürlich ein wirklich entscheidendes Spiel zwischen den beiden Wettbewerbern um die Zukunft Deutschlands. Ich habe 50 Länderspiele gemacht und es ist sicherlich eines der bedeutendsten. Warum? Weil es eben gegen die andere Seite ging, den sogenannten Klassenfeind. Die Mannschaften auf dem Weg zum Spielfeld. Es ist 19.25 Uhr. Etwas Einmaliges passiert an diesem Abend. Ein Fußballspiel vereint die geteilte Nation. Zumindest vor den Fernseh- und Radiogeräten. Was immer auch die Ost-West-Beziehungen an Vorurteilen und Neurosen zu bieten haben, all das projiziert sich nun wie in einem Zerrspiegel auf die Größe eines Fußballfeldes. Ich wusste auch, dass es brisant ist oder werden könnte, aus irgendwelchen Gründen. Und da hilft nur eins. Nur eines hilft. Größte Sachlichkeit und persönliche Zurückhaltung. Da ich an sich ein emotionaler Sprechertyp war, habe ich mir das vor allen Dingen auferlegt. Junge, bleibe selber ganz ruhig. Ich war als Radioreporter auch schon emotional, sag mal besser temperamentvoll. Also ich habe mich bemüht, dieses Spiel als Spiel zweier deutscher Mannschaften zu schildern und war da nicht einseitig.
ans Beckenbauer. Beckenbauer zu Müller. Müller vorbei an Weise, könnte jetzt aus Spitzenwinkel schießen. Schießt und vorbei. Die Hauptwaffe der Bundesrepublik damals in dieser Mannschaft, das war damals der Doppelpass Müller. Und sie waren so pomadig. Sie Beckenbauers, die haben sich den Ball zugespielt. Sie haben fast dabei gelächelt und haben gesagt, Freunde, was wollt ihr denn? Es gab auch erste Unmutsäußerungen des Publikums. Das Publikum war ja hochgeputscht worden. Ich rede nicht politisch, sportlich hochgeputscht. Die wollten unbedingt schnell einen klaren Sieg. Ja, das kam mir nicht so. Und dann kamen die ersten Gegenschüsse. Die ersten besseren Chancen hatten wir. Laufkreische ist das die Riesenmöglichkeit. Wir haben nicht gedacht, dass sie so stark spielen würden, aber wir haben sie stark gemacht, wir haben nicht gut gespielt. Das Spiel war eine Katastrophe, das weiß ich noch. Wiederum kommen die Schlachtgesänge. Wo bleibt das 1:0? Aber vielleicht fällt es jetzt für die bundesdeutsche Mannschaft, denn nun kommen sie ein wenig schneller. Hoeneß macht Tempo. Links lauert Breitner. Prompt ist der Ball bei Breitner gelandet. Steilpass auf Müller. Müller jetzt vorbei um Weisel. Schuss an den Pfosten. Je länger das Spiel 0:0 bleibt, es gilt immer, desto hoffnungsvoller wird man, wenn man da als Zwerg hineinging und den Riesen nun plötzlich niesen und husten sieht und hört. Ja, Reinhard Lauf. Ja. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Zentimeter fehlt. Der hohe Favorit war in allen Belangen, die irgendwie spielentscheidend hätten werden können, verunsichert. Und dann kam in einem entscheidenden Moment dieses Tor, das übrigens auch noch wunderbar war, ein technisch ein hervorragendes Tor gewesen ist. Es war ja fast ein Parteischuss. Ich meine, der Partei war es recht, dass der Schuss gefallen ist. Es war irgendwie auch für uns eine Riesensache, auch zum Teil eine Überraschung, dass man eben 1:0 führt und dass man es gewinnen kann. Und dann kam nichts mehr. Und ich muss sagen, es war brüllende Heiterkeit im Raum. Es war heiter. Wir haben gedacht, so, das war jetzt das Richtige, das musste passieren. Jetzt ist das Spiel aus, das war's, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde. 1:0 gewinnt die DDR-Fußballnationalmannschaft in Hamburg über die Auswahl der BRD. Torschütze Sparwasser in der 78. Minute. Ein großartiges Spiel all unserer Männer. Aus eigener Kraft hat die DDR-Mannschaft das weitere Vordringen in die Finalrunde 2 erreicht. Nicht nur mit einem Unentschieden, sogar mit einem Sieg hier in Hamburg. Für mich war das ein schwerer Prestigeverlust, weil das hat mich schon geärgert. Das hat mich schon geärgert. Nun kommen wir zum ersten Mal mit denen zusammen, sportlich und dann das. Die Tatsache, dass es in der Bundesrepublik als so große Schande empfunden wurde gegen die Brüder und Schwestern, denen man immer die Apfelsinen mitgebracht hat, zu verlieren, beweist eigentlich, wie tief die Kluft inzwischen schon geworden war. Dass man sie für nicht mehr konkurrenzfähig gehalten hat und gesagt hat, obwohl es einmal ein ganzes Deutschland gegeben hat, das gemeinsam Fußball gespielt hat, stellte man jetzt fest, durch die Tatsache, dass wir so wahnsinnig überlegen sind und einmal Weltmeister geworden waren, dass das kein Gegner mehr ist. Und deswegen war die Empörung so groß. Nach dem Spiel sitzt der bundesdeutsche Trainer Helmut Schön niedergeschlagen in einer Ecke der Spielerkabine. Er will zurücktreten. Kapitän Beckenbauer redet ihm den Rücktritt aus und liest den Spielern die Leviten. Im Trainingslager Malente kommt es zur großen Aussprache. Und da hatte dann jeder mal ein bisschen unter Alkoholeinfluss. Bis 3-4 Uhr in der Früh nach dem DDR-Spiel haben wir uns halt zusammengesessen, hat jeder mal den anderen rein in den Kopf gewaschen, dass es nicht so weitergeht. Wenn wir so weiterspielen, können wir gleich heimfahren. Wir waren zwar enttäuscht, dass wir verloren hatten. Aber ich glaube, das war der entscheidende Punkt, dass das Ganze sich gedreht hat. Und da wusste jeder, nur mit Schönspielen.
und mit leicht nehmen und ja, die packen wir so mit links, dass das nicht möglich war und dass wir eben doch mehr bringen mussten. Und ab da haben wir dann gut gespielt. Also das war der richtige Knatsch. Und da müssen wir heute noch den DDR-Fußballern dankbar sein, dass sie uns geschlagen haben 1-0. Die DDR-Auswahl kehrt nach dem Spiel ins Sporthotel Quickborn zurück. In die bescheidene Siegesfeier platzt eine anonyme Bombendrohung. Die Einsatzkräfte der Polizei werden mit Maschinenpistolen bewaffnet. Der am nächsten Tag geplante Besuch des Thälmann-Hauses muss entfallen. Aus Sicherheitsgründen reist die Mannschaft in den frühen Morgenstunden ab. Es sind dann nur 5 oder 6 Busse vorgefahren. Die sind also nicht in unseren normalen Bus gefahren, sondern irgendwann mal eingestiegen. Und mit Polizeischutz dann über die Autobahn, jede Brücke war gesperrt. In Hamburg, hinten auf dem Flugplatz, und da stand das Flugzeug schon außerhalb des Geländes und sind dann nach Düsseldorf geflogen. Im Flugzeug kommt es zu einer zufälligen Begegnung. Neben dem Fußballer Hans-Jürgen Kreische sitzt der Bundesfinanzminister Hans Apel. Sie kommen ins Gespräch. Ein inoffizieller deutsch-deutscher Dialog mit Folgen. Und da habe ich gesagt, ja, und Sie haben ja, und Sie werden ja Weltmeister und so. Und dann sind wir ins Reden gekommen und er hat gesagt, nein, die BRD wird natürlich Weltmeister. Ja, da sagt er, also passen Sie mal auf, dann machen wir sofort eine Wette. Sie kriegen von mir, oder wir wetten um 5 Flaschen Whisky. Whisky, dachte ich, eine Whisky kostet in der DDR 80 Mark, das sind 5 Flaschen, das sind 400 Mark, ne, das ist black and white. Ne? Also ich sage aber, erstens, Whisky ist nicht unbedingt mein Getränk und gegenhalten kann ich nie. Und er macht gar nichts. Wenn Sie Recht behalten, kriegen Sie von mir die 5 Flaschen. Wir wurden Weltmeister. Ich habe 5 Flaschen Whisky gekauft, habe die schön so mit Benzin versehen, im Paket gepackt. Wir sind dann wieder hier in Dresden. Vereinsvorsitzende ruft mich hoch in sein Zimmer. Sagt, pass auf, hier ist eine Sendung für dich gekommen. Brief dabei. Wie stehst du dazu? Und dann habe ich eben später erfahren, dass ich ihm mit dieser Geschichte den Tort angetan habe. Dass er hochnotpeinlich befragt wurde, wieso er eigentlich mit solchem Imperialisten geredet hat. Das hat mir nur leid getan, hat mir aber erneut deutlich gemacht, mit wem wir es da drüben zu tun haben. 7. Juli 1974. Deutschland ist Fußballweltmeister und die Welt wieder in Ordnung. Dank der Niederlage gegen die DDR ging ein Ruck durch die Mannschaft. Mit dem Weltmeistertitel scheint die Schande von Hamburg bereits wieder vergessen. Die DDR-Spieler verabschieden sich aus dem Turnier mit einem achtbaren 6. Platz. Ihr sportlicher Auftritt bei der WM hat ihnen im Westen viele Sympathien gebracht. Autogrammstunden statt kalter Krieg. Zurück auf sozialistischem Boden wird die Mannschaft offiziell bejubelt. Für die DDR-Führung mag das Wunder von Hamburg eine kurzzeitige Bestätigung gewesen sein, dass der Sozialismus auch auf dem Fußballfeld siegreich sein kann. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Es hat uns nicht die Sympathie gebracht, die jede andere Mannschaft bei einem gleichwertigen Erfolg in ihrem Land hat, jede andere Nationalmannschaft. Die Nationalmannschaft der Deutschen war immer die Bundesrepublik. Es gab also auch eine Prozentzahl, ich sag mal so zwischen 10 und 20%, die in den Zimmern auch das Deutschlandlied gesungen haben, anstatt die DDR-Nationalhymne. Ich weiß von späteren Reportagereisen in den Ostblock, dass viele DDR-Fußballfans, die nicht rauskamen und die insgesamt und insgeheim die bundesdeutsche Mannschaft favorisiert, ja, fast angebetet haben, dass die schwer enttäuscht waren, dass sie gesagt haben, wir haben verloren. Sparwassers Tor offenbart nicht nur die Neurosen einer geteilten Nation, sondern auch die paradoxe Gefühlslage eines gespaltenen Landes. Für die DDR-Spieler hat der Sieg in Hamburg auch unangenehme Folgen. In ihren Stammvereinen werden sie zwar von ihren Fans bejubelt und angefeuert, doch wenn sie im Nationaltrikot antreten, ernten sie nachträglich Pfiffe für ihren Sieg. Wenn einer immer und immer wieder, wenn er für die Nationalmannschaft spielt, ausgepfiffen wird, bei jedem kleinen Fehler, angemeckert, schon im Spielfeld ausgepfiffen wird, der zu Hause unerhörten Beifall kriegt, Woche um Woche, bei jedem Spiel, weil er nämlich in seinem Heimatkreis einer der Besten ist, sonst wäre er ja nicht in der Nationalmannschaft. Das kann keine gute Sache sein.
27. September 1974, drei Monate nach dem Spiel. Die Volkskammer der DDR beschließt eine Verfassungsänderung. Alle Bezüge auf die deutsche Nation und die Überwindung der deutschen Spaltung werden gestrichen. Sowohl von der inneren als auch den äußeren Bedingungen und Positionen her ist der Sieg der sozialistischen Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik unwiderruflich und endgültig. Man kann nicht durch einen Strich auf dem Papier Hunderte von Jahren gemeinsamer deutscher Geschichte und Kultur und Sprache auslöschen. Und weil das niemand kann, liebe Freunde, müssen wir uns darüber nicht allzu sehr erregen. Dieses kriegen die nicht fertig. Selbst wenn sie aus DDR, Deutsche Demokratische Republik, das Deutsch auch noch rausnehmen. DDR gegen Bundesrepublik Deutschland. Oder umgekehrt. Ein Duell, das noch 15 Jahre andauern wird. Einmal noch spielt der Sport Schicksal. Im Februar 1990 werden die Qualifikationsgruppen für die Fußball-Europameisterschaft zwei Jahre später ausgelost. Am 21. November 1990 sollen die beiden deutschen Mannschaften noch einmal gegeneinander antreten. Doch diesmal entscheidet die Geschichte anders. Wenige Wochen vor dem geplanten Spiel hört die DDR auf zu existieren. Es bleibt beim 1:0 und einem Tor für die Unsterblichkeit. Bei Sparwasser, wenn er mal gestorben ist, man pflanzt ihn auf sein Grab. 1974, 1:0 und alle wissen, dass das Sparwasser ist. Das ist schon eine Sondernummer in unserem Dasein. Wie ein Fußballtor aufgrund von Unterdrückung oder, kann man schon sagen, aufgrund von Unterdrückung, aufgrund von Getrenntheit zweier Staaten, so eine wichtige Rolle im Herzen einnimmt. Negativ und positiv. Das ist schon Wahnsinn.